Hallo, lieber Ulrich Sollmann, ich grüße dich ganz herzlich zum nächsten Gespräch über Körpersprache in der Öffentlichkeit, Körpersprache in der Politik. Und du bist jetzt gerade in Bochum wieder? In Bochum. Okay, genau. Frage an dich. Es Auch ist so. erstmal, lieber Matthias, einen schönen guten Tag. Ja, danke schön, danke schön. Ja. Frage an dich. Man kann es ja mit deiner Expertise, Körpersprache, Mimik, Gestus, fast keine spannenderen Zeiten vorstellen als die jetzt, vor und nach Wahlkämpfen. Ich Ja. würde dich heute einladen wollen, ganz genau hinzuschauen auf Sarah Wagenknecht, die wir schon mal im Fokus der Aufmerksamkeit hatten, und vielleicht von dort aus auch auf andere. Was mich besonders interessiert, mir aufgefallen ist und mich irgendwie, wo ich dachte, da muss ich den Ulrich fragen, der Gestus, die Körpersprache von Frau Wagenknecht, auch die Mimik, in irgendeiner Weise ist es ja eine Personifizierung, die da stattfindet. Fast hätte ich gesagt, so was wie ein F-Kult. Ja? Und der Hintergrund ist ja auch, dass im Moment diese Positionierung sehr stark benutzt wird in diesen Auseinandersetzungen, wie weit gehen man kann man gehen, bevor man Koalitionsverhandlungen eingeht. Wird immer wieder darauf referiert. Was fällt dir da auf? Wie geht sie? Wie sieht sie aus? Wie mimt sie? Und wie hängt es damit zusammen, dass das offensichtlich ein Bedürfnis erfüllt bei Leuten? Ja, interessant ist erstmal der Kontext insoweit, als es nicht um eine Partei geht, sondern um ein Bündnis Sarah Wagenknecht. Das heißt, sie hat sich quasi aufs Podium gestellt und baut um sich so etwas wie eine Partei auf. Das sieht man auch sehr klar in der Einflussnahme jetzt von Berlin in Richtung Sachsen und Thüringen und Brandenburg. Das heißt, ohne sie geht nichts. Das heißt, sie als Person ist enorm wichtig und im Vordergrund und im Fokus. Das heißt, interessant ist natürlich dann auch zu schauen, wenn sie sich selber in den Fokus stellt, dann macht es ja Sinn, auch sich anzuschauen, okay, wer und wie ist diese Frau, diese Politikerin? Das heißt, das ist das Intro, was ich geben will. Also der Kontext, der ruft gewissermaßen danach, sich auch gewisse Verhaltens- und Wirkungsmuster anzuschauen von Frau Wagenknecht. Jetzt, wenn ich mir ganz konkret das vorstelle, ist es ja so, sie ist jemand, die rhetorisch brillant ist. Sie kann klar sprechen, deutlich sprechen, anschaulich sprechen. Sie hat eine elegante Rhetorik. Sie hat eine dazu passende Gestik, die wirklich zu dem Duktus der Sprache, zu den Worten gehört. Das heißt, sie ist dann auch sehr ruhig, in sich ruhend. Das heißt, sie wirkt einladend insoweit, als man ihr gerne zuhört. Ich denke an ein Interview oder an ein Duell zwischen Weigel und Wagenknecht, wo Weigel rumgeeiert hat und sich in irgendwelchen Mimiken ergeben hat, während Frau Wagenknecht ruhig, entschieden, klar, deutlich und präzise war. Das heißt, gleichzeitig hat sie fast immer ein leicht moduliertes Lächeln auf dem Gesicht. Das heißt, sie lädt dadurch auch ein, sie macht ein freundliches Gesicht. Und ich will das jetzt nicht zu simpel oder küchenpsychologisch verstehen wollen, sondern das ist etwas, was ja wirklich gut ist für ihren Job, den sie macht. Sie will ja Leute einladen, gewählt zu werden, beziehungsweise ihr Bündnis gewählt zu bekommen. Das heißt, insoweit passt fast alles. Sie ist sehr elegant gekleidet. Sie hat die Ohrringe fast immer, ich habe also mir verschiedene Videos auch angeschaut, fast immer die gleichen. Und das sind hängende Ohrringe, die immer auch bei ihrer ruhigen Gestalt immer so eine ganz leichte kleine Bewegung erzeugen, die so ein, ich will nicht sagen, so ein Mantra vielleicht, so eine Mantrawirkung haben könnten, aber doch etwas, was die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit angeht. Man wird eingefangen durch die Ruhe und gleichzeitig ist da etwas in Bewegung und das ist eine freundliche Einladung. Gleichzeitig, und das finde ich sehr interessant bei ihr, gibt es andere Merkmale, die in einem deutlichen Unterschied dazu stehen. Nämlich auf der einen Seite ihre Körperhaltung, die ist sehr aufrecht und man könnte fast sagen, sehr rigide in sich festgehalten. Das heißt, der Rücken ist, ich will nicht sagen, wie mit einem Stock im Rücken, aber sie hat eine, ein gewisses Hohlkreuz. Sie geht auch mit einem Hohlkreuz. Und gleichzeitig ist ihr Kopf immer etwas zur rechten Seite gebeugt. Also fast immer da in einer ruhigen Haltung, nicht in einer sich bewegenden Haltung, dass man ab und zu in diese Haltung reingeht. Gleichzeitig sehe ich einen sehr deutlichen Unterschied in ihrem Gesicht.
Das Gesicht bis zu den Augen im unteren Bereich ist, ich will mal sagen, wohlwollend, lächelnd, mimisch, reichhaltig, geprägt, während die Augenpartie und die Stirn einen anderen Ausdruck erzeugen, nämlich ein sehr wacher, kontrollierender, überprüfender Blick, der aus der Distanz kommt, wo ich den Eindruck auch habe, was bedeutet diese Diskrepanz zwischen dieser freundlichen Einladung und andererseits dieser, ich will nicht sagen stechender, bohrender, aber ein sehr deutlich kontrollierender Blick, der nicht nur eine Selbstkontrolle der Person ausmacht, sondern ich rede jetzt über die Rolle Wagenknecht und nicht unbedingt nur als die Person, als Individuum, sondern als Rolle ist sie ja in einer solchen Position, dass sie wirklich kontrollieren muss und aufpassen muss. Und dann will ich abschließen mit einem kleinen Hinweis, den sie in einem Interview gegeben hat mit Feldenkirchen vom Spiegel, dass sie gesagt hat, ich bin eine Langstreckensportlerin. Das heißt, sie plant ja auch lange ins Vorne. Das heißt, ich muss mich zurücknehmen mit meiner Emotionalität. Gleichzeitig muss ich aber einen deutlichen Blick haben, wo ich hin will, was das Zielbild ist. Und das ist sehr weit weg. Und zwischendurch muss sie aber so moduliert sein, dass sie auch, wie soll ich sagen, genügend sich Gehör verschafft, sich genügend Zuhörer und Gefolgschaft verschafft, dass sie dann auch irgendwann ja nicht gerade Kanzlerin wird, aber im Grunde genommen im Bundestag landet. Sehr interessant finde ich, gerade diese Differenzierung der Gesichtsteile, der Gesichtspartien im Zusammenhang mit Gang und so. Du hast jetzt auch gesprochen von ihrer Rolle oder Typus Wagenknecht, um das nicht nur zu personifizieren. Was ist so attraktiv, hätte ich fast gesagt? Welche Bedürfnisse werden quasi damit versorgt von Leuten, dass das auch diesen Erfolg hat, den es ja auf Anhieb, kann man ja durchaus sagen, hat? Also was, welche, naja, ich sage jetzt mal, welche Führerinnen Anteile vielleicht oder so oder Bedarfe. Das einfach mal so als Idee, aber du kannst das sicher besser Ja, auseinandersetzen. vielleicht eine Anekdote. Ein Kollege von mir in Düsseldorf hat sie vor einigen Jahren gesehen, in der Öffentlichkeit, in der Rede auf dem Marktplatz. Und er war begeistert von ihr, auch wenn er überhaupt nicht mit ihren Worten und mit den Inhalten einverstanden war. Das heißt, sie hat etwas Verführerisches. Das meinte ich auch mit dieser Ruhe, gleichzeitig aber auch mit diesem Lächeln und mit diesen Ohrringen. Ich will jetzt nicht, wie gesagt, Küchenpsychologie betreiben, aber von der Wahrnehmung her ist man immer ein wenig abgelenkt, ohne richtig weggucken zu wollen. Das heißt, man wird nicht eingefangen, aber ein Stück schon in ein, ja, in ein Gewebe reingezogen, was die Menschen anzieht, ohne dass es zu einer offensichtlichen Verführung kommt. Das ist etwas, was, denke ich, bei Frau Wagenknecht einen enormen Wirkungserfolg erzeugt. Da erinnert sie mich ran, ein wenig an zwei Figuren aus der Historie, nämlich einmal die Sphinx und die sibyllinische, ja, geheimnisvolle Umwobenheit. Sehr Wenn ich mir diese interessant, ja. beiden Figuren anschaue, ich habe dann mal mich ein wenig schlau gemacht, weil ich ja nicht alles im Kopf habe und meiner Schulbildung in Erinnerung habe, habe ich mal reingeschaut, ja, wie ist denn das mit dem Sibyllinischen? Und da habe ich mir ganz konkret aufgeschrieben, das Sibyllinische ist das geheimnisvolle, rätselhafte Orakel. Das heißt, das Orakel wäre das Zielbild. Und die Verführung ist dieses Geheimnisvolle. Und wenn ich zur Sphinx gehe, dann wird es sehr spannend politisch. Da steht auch, ja, sie wird gewissermaßen, sie verkörpert einen Zauber und durch den Zauber verbindet sie, aber letztendlich erwürgt die Sphinx dann ihr Gegenüber. Ich will das nicht als eine politische Botschaft verstehen, Habe ich auch nicht, aber. aber als ein Wirkungselement dieses Verhaltens- und Wirkungsmusters. Gleichzeitig habe ich dann eben bei Herrn Feldenkirchen in einem sehr wunderbaren langen Interview gesehen, wie sie wirkt, wenn sie sehr persönlich angesprochen wird. Da ist sie, man könnte fast sagen, wie eine Nachbarin, die auch so ein bisschen sich windet und dann sagt, na ja, und überhaupt, und da möchte ich jetzt nicht drüber reden und Sie verstehen das doch. Und ne, das heißt, da ist sie menschlich nahbar, was zum Beispiel Frau Merkel nie war.
in der Form, in der klaren Ausdrucksweise. Das heißt, sie hat etwas, was sie auch ganz menschlich macht, in ihrer eleganten Rhetorik und überzeugenden Haltung. Ich bin entschieden, wenn ihr mir zuhört, ohne aufdringlich zu sein. Und dann dieses sibyllinische oder sphinxhafte, dann ist das natürlich ein Gewebe, wo man nicht sagen kann, weil das ist, deshalb ist man verführt oder folgt ihr. Ich finde es sehr, fast hätte ich den Begriff aufklärerisch verwendet dafür, denn es geht ja nicht nur darum, das ein bisschen zu beobachten, sondern auch zu gucken. Deswegen danke für das Beispiel von 2017. Wie wirkt es auf einen selber? Also sich selbst zu beobachten, was passiert denn da, wenn ich plötzlich merke, Attraktion oder so. Ja? Ich glaube, ganz unabhängig davon, wie Sarah Wagenknecht darüber befinden würde, was du jetzt gesagt hast, was deine Expertise und ob sie dazu stimmen würde, sie hat selber, habe ich von dir mal gehört, sich über Körpersprache von anderen geäußert. Zum Beispiel von Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin. Das hast du mir mal angedeutet. Willst du da noch was dazu sagen, bitte? Ja, es ist hochinteressant. Sie wurde da von Feldenkirchen drauf angesprochen in dem Interview. Und sie hatte dann gesagt, dass sie sehr ausführlich sich geäußert hat über Selenskyj. Nämlich, er würde sich inszenieren durch dieses militärische Gehabe, durch sein grünes Dressing im Grunde genommen oder über seinen Bart, den er nicht rasiert, und das würde er seit dem ersten Tag machen. Und sie hat das beschrieben wie eine Inszenierung von einem Feldherrn oder von einem kriegerischen Gehabe oder einem Habitus. Und sie hat sehr ausführlich darüber gesprochen. Interessant war, dass sie, als Feldenkirchen sie gefragt hat, ja, und wie sehen Sie dann das Gehabe und die Körpersprache von Putin? Sie hätte sich noch nie dazu geäußert. Und dann sagt sie, na ja, also das muss ich ja auch nicht machen, jetzt mit meinen Worten platt gesagt, ich muss das ja nicht machen. Das wurde ja schon oft von anderen im Grunde genommen dargestellt, und ich muss ja nicht in das gleiche Horn blasen. Das heißt, sie hat sich gewunden, etwas über Putin zu sagen, und hat dadurch ein Ungleichgewicht geschaffen. Weil wenn ich weiß von jemandem, dass der sehr genau hingeschaut hat bei den einzelnen Figuren, gleichzeitig aber über einen sehr lange redet und über den anderen gar nicht, dann frage ich mich natürlich, ja, was ist ihr Interesse? Was ist die Funktion dieses Ungleichgewichts? Und da habe ich den Eindruck, dass man sie indirekt geheimnisvoll doch erleben kann und wahrnehmen kann als jemand, die sich schon sehr differenziert Gedanken macht, aber durch ihr Nicht-Aussprechen etwas ausspricht, was letztendlich auf der Hand liegt, nämlich ihre Beziehung zu Putin und zu Russland. Sie sagt selber, sie hätte sich nie offen gegen Putin im Grunde genommen geäußert, aber auch nie für Putin. Aber wenn ich diese geheimnisvolle Gewichtung mir vor Augen führe, dann hat sie es doch getan, ohne Worte zu gebrauchen. Und das finde ich dann schon eine hohe Kunst der Rhetorik. Eine Frage muss ich noch loswerden. Ja. Das steckt ja schon ein bisschen da drin, was du jetzt als letztes erzählt hast oder gerade eben. Wenn sie selbst angesprochen wird auf die Art, wie sie sich selbst einschätzt, wie antwortet sie da? Da hast du auch mal mir gegenüber was geäußert. Das ist eine Ja. spannende Frage, finde ich. Ja, sie wurde einmal gefragt glaube ich, nach dem Duell mit Weigel. Ach, mit Weidel, nicht mit Weigel. Weidel, wurde sie in Bezug auf eine persönliche Aussage zum Schluss der Sendung gefragt, zwischen 0 und 10. Und dann hatte sie sich gewunden, eine konkrete Aussage über sich zu machen. Und da sehe ich dann diejenige, die als Langstreckenläuferin unterwegs ist, aber gleichzeitig über ihre Kindheit sagt, dass sie eine lange, lange Zeit in der Kindheit, auch in der Schule, alleine verlebt hat. Sie war im Grunde genommen nicht eingebunden in Bezüge. Und wenn sie in Bezüge eingebunden war, dann hatte sie sich abgewehrt. Sehr interessant. Das Also, heißt, sie hatte dadurch auch Schwierigkeiten bekommen damals mit der militärischen Ausbildung als Schülerin, als Jugendliche, ne? Und gleichzeitig lässt sich daraus auch möglicherweise eine Vermutung ableiten, wie deutlich sie doch immer wieder auf Angriff und auf Attacke aus ist. Das heißt, sie will sich das vom Leib halten. Und dadurch, durch die Attacke, kann sie das einigermaßen gut hinkriegen, weil gleichzeitig ist sie elegant und einladend durch ihre Rhetorik.
Ich will einfach nur mal wiederholen und auch nochmal rahmen. Du hast vorhin auch selber gesagt, das ist keine politische Empfehlung von dir oder sowas. Das Interessante an diesen Beobachtungen ist einfach auch, dass man erstens besser hinschauen lernt und gleichzeitig parallel besser hinschauen lernt auf sich selbst. Was wirkt bei mir? Was passiert, was ich sonst eigentlich gar nicht beobachte, weil ich nur in irgendeiner Weise hingezogen bin oder tranceartig in irgendeiner Weise da dabei bin? Ja, und das ist ganz wichtig. Ausdruck geht immer nur mit Eindruck. Das heißt, ich kann mich ausdrücken und erzeuge immer eine Wirkung beim anderen. Und wenn ich auf den anderen schaue, habe ich immer diesen inneren Eindruck dabei und muss mir darüber im Klaren sein, natürlich. Das nehme ich als Schlusssatz für heute, Ulrich. Das war eine interessante und wichtige Message nochmal, wie man mit solchen Beobachtungen umgeht. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, danke. Ich mich Danke auch. dir. Okay, Super. tschüss, ne? Tschüss, Tschüss. ne?